Herzlich willkommen zurück auf meinem Wild Earth Pussy. Rise and shine. Ich bin gerade Opfer von einer Instagram-Story geworden. Und zwar hat mein Freund Fabi gerade einen Selbstbräuner vorgestellt. Und wie wir sehen, kann ich den gebrauchen. Deswegen habe ich was getan? Richtig. Und ja, ich hatte schon so Körperbräunung in der Vergangenheit drauf, aber das war nie so ein richtiges Mousse. Jetzt habe ich mir gerade überlegt, dass es eine ganz geile Videoidee ist, dass wir das einfach so zusammen ausprobieren und ich euch an dieser Journey teilhaben lasse. Deswegen, wenn ihr auch noch nie Selbstbräune ausprobiert habt und mich scheitern sehen wollt, anstatt selber zu scheitern, wenn ihr es ausprobiert, oder wenn ihr es schon mal ausprobiert habt und euch darüber lustig machen wollt, weil ihr es mittlerweile schon viel, viel besser könnt, ist das dieses Video für dich. Irgendwie hat mich das gerade ziemlich an Popstars erinnert. Wir suchen dich. Tänzer, Sänger oder Entertainer. Aber denk dran, nur eine kann Germany's Next Top Model. Okay, ich verliere den Verstand. Ich habe bei St. Moritz bestellt. Nein, dieses Video ist nicht in Kooperation. Ich habe halt nur den Code von Fabi benutzt. Und ich weiß, dass er den hier halt immer benutzt. Und das hier ist Medium, das hier ist Dunkel. Tatsächlich glaube ich, ich bin dunkel. Also ich eher. Medium ist, glaube ich, zu hell für mich. Und dann habe ich noch so ein Spray entdeckt. Fand ich auch interessant. Was ist das? Fächer. Aha. Und so ein Auftraghandschuh. Ich weiß, ihr liebt meine Autosequenzen. Keine Angst, ich fahre nicht selber. Ich habe heute Flori als Driver. Florian ist fast genauso unentspannt wie ich beim Autofahren. Ja, aber es gibt so Leute wie Blondie da vorne. Ach, stehen wir mitten? Ja, wir stehen mitten auf der Straße. Haben wir gerade gemerkt. Jetzt. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade auf dem Weg zu meiner besten Freundin, weil die hilft mir heute, das mit dem Selbstbräuner zu machen. Die ist nämlich so richtig Expertin. Und wem seine Idee war das? Wessen? Wessen Idee war das? Entschuldigung. Dich seine. Mich seine, ne? In erster Linie, um die Schweinerei in unserem Badezimmer zu vermeiden, weil es gerade sauber ist. Good point, yeah. Good point. Ja, Nancy, I'm so sorry. Ich wollte übrigens noch mal ganz kurz eben was sagen, weil... vielleicht schneide ich das hier raus. Who knows? Aber tatsächlich ging es mir die letzten Tage nicht so gut. Und ich glaube, auch dieses Video ist einfach nur so ein bisschen ein Versuch, mich abzulenken und auf bessere Gedanken zu bringen. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man zwischendurch down ist. Was mir halt voll geholfen hat, ist, mein Down so rauszulassen. Da habe ich eben mit Fabi voll lange gefacetimed. Ist voll schön, irgendwie so zu wissen, dass man Leute hat, zu denen man kommen kann und seinen Bullshit auch mal rauslassen kann. Und dann haben wir halt so gesprochen und waren so... Es war seine Formulierung und ich finde es voll genius, deswegen erzähle ich euch das auch gerade, weil ich hoffe, das kann vielleicht jemandem von euch da draußen auch helfen. Manchmal hat man so seinen Shit, der einfach im Leben abgeht, aber gedanklich hat man immer so seine Insel. Hi. Und diese Insel kann halt so richtig... Was bei dir? Bleib bei dir, du fährst. Ja, aber halt es doch einfach fest. Aber das ist nicht die Energy, das ist so 2014 Vlog-Style. So, das hier ist mehr so... Schade, ich habe gerade versucht so zu brennen, dass es runterfällt. Wenn mein Handy kaputt geht, auf jeden Fall, ich halte es jetzt so fest, dann sieht es nämlich immer noch nach der Energy aus. Auf jeden Fall hat man noch im Kopf so seine Insel, auf die man sich halt zurückziehen kann. Und da scheint die Sonne, da ist weißer Strand, türkises Wasser, gute Drinks, Musik und man kann da auf diese Insel halt alle Leute drauflassen, die man möchte, aber man muss halt auch gar keinen drauflassen, weil das ist halt eure Insel. Und passend zu der Insel mache ich mir jetzt
die passende Fake-Bräune. Das ist die Energy. Ja. Ich glaube, das als Titel sprengt so ein bisschen den Rahmen. Oh! Nessie hat richtig Bock. Ich meine das Zeug jetzt. Welches Zeug? Das Bäckerzeug. Oh, ich hab's vergessen. Und das meinte ich. Oh, scheiße. Oh, Mann. Oh, sorry. Ich hab eben die ganze Zeit noch drüber nachgedacht. Scheiße, ich hab irgendwas vergessen. Okay, warte, ich rette mich mal ganz kurz und müh. Ups. Muss ich dafür ein Bikini anziehen? Ja, kannst auch nackt sein. Na, aber das kann ich nicht so gut auspixeln. Das ist jetzt ja richtig schick. Ich habe eben keinen zusammenpassenden Bikini gefunden. Und komplett ohne kann ich euch das halt schlecht zeigen. Denn tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, möchte ich mit diesem Video auch noch Geld verdienen. Dann sieht man vielleicht auch nicht so, dass ich meine Fresse nicht mitgeselbstbräunert habe. Das Lustige ist, ich habe eben gesagt, Nessie ist Selbstbräuner-Expertin. Nessie hatte, wann hattest du den Fail? Vorgestern. Hat sie einen neuen Selbstbräuner ausprobiert. Und der auf war, Empfehlung. Und der war irgendwie nicht so it. Danke, Des. Möchtest du einmal deine Hände zeigen? Ich glaube fast die. Ja, das ist wohl nicht so gut geworden. Da. Ich möchte wirklich hoffen, dass ich gleich nicht so aussehe. Welchen Selbstbräuner benutzt du sonst immer? Saint-Tropez. Und ich habe jetzt Saint... Also das Mousse von Saint-Tropez. Aber ich habe nicht Saint-Tropez, ich habe Saint-Moritz. Hilf mir kurz entscheiden, nehmen wir Medium oder nehmen wir Dunkel? Wir nehmen Dunkel. Dunkel? Ja, ich hab den auch schon mal gehabt. Ganz oder gar nicht. Und so einen Handschuh habe ich auch mitbestellt, ist gut, oder? Ja. Woher weiß ich, wie viel Pump man auf welche Stelle macht? Muss ich irgendwas vorher noch machen? Mich vorher noch eincremen? Nein. aber die alle trockenen Stellen immer eincremen. Also meinen ganzen Körper. die riecht gut. Byron Bay Lime Colada. Das heißt Ellenbogen. Knie. Ich bin ein bisschen aufgeregt tatsächlich. Ich versuche meinen Selbstbräuner immer noch wegzucremen. Ich fand es schön mutig, dass du das heute testen willst mit dem Mousse, so das erste Mal. Was soll passieren? Ja, nichts. Also im Zweifelsfall das hier. Schlimmer als so kann es nicht werden. Nein. Okay. Muss ich Ringe abmachen? Ja, würde ich tun. Kette auch. Oh. Ah, das hattest du? Ja. Das war scheiße? Das war scheiße. Also. Werbeopfer. Bali Body nicht approved. Mhm. Sei denn, ihr wollt auch so Hände. Du sagst mir jetzt, auf welche Stelle ich wie viel machen soll. Also ich würde ungefähr gucken, dass du so viel nimmst, wie du so unten. Für die Beine nimmst du ja auch mehr Body Lotion als für die Arme. Ja, aber auf der Arme... Du musst einfach nur schütteln, ich muss zulassen, weil sonst sprinkelst du mein Bad. Und Florian kommt hier nicht zum Putzen. Und wenn ich ihm das sage, dann macht das auch bestimmt auch hier. Das kannst du doch so mal zwischendurch sagen. Also ich würde erstmal von... Fängt man unten an. Ich glaube, dafür gibt es keine Regel. Ich fange immer unten an. Komischerweise. Zwei, drei. Ich würde drei erstmal nehmen und dann erstmal Knöchel bis Knie machen. Und natürlich hat Janina sich heute nicht frisch rasiert. Nee. Und das sieht man bei meinen Südländer gehen. Ja, genau. Und dann würde ich halt über den Fuß nur mit den Resten gehen, nicht, dass das so aussieht wie meine Hände. Ach krass, okay. Und Oberschenkel, wie viel? Nochmal drei? Ich würde auch nochmal drei machen. Und dein Knie würde ich einmal so richtig, also richtig knicken und richtig rüberrubbeln, damit das da in die Falten reinkommt. So wie du es an den Händen auch machen solltest. Okay. Crazy, seht ihr jetzt schon den Unterschied? Mit und ohne. Auf dem Bauch habe ich jetzt 4 Pumpstoß gemacht. Crazy. Zieht voll schnell an, ne? Bist du brown? Ja, Murphys kann ich auch leider nicht zeigen. Hast du eine nackte Mami? So. Ich glaube, ich bin interessanter als du. Mein Selbstwertgefühl so. So, Dekolleté. Ich habe das Gefühl, ich nehme zu viel, oder? Das sieht am Anfang ziemlich schlimm aus. Also auch morgen früh, wenn du aufstehst, sieht es halt richtig schlimm aus. Du wirst dich halt fühlen wie so ein... Muss ich das morgen dann abpeelen? Mhm. Einfach nur abwaschen. Okay. Ganz normal mit Duschgel? Ja.
Ja. Nicht peelen, kein Schwamm, kein nix. Nee, gepeelt habe ich gestern. Und dich nicht von Carla ablecken lassen. Sonst kriegst du weiße Flecken. Bis morgen? Ja. Okay. Von deinem Mann auch nicht. Ich glaube, das halten wir einen Abend ohne aus. Und heute Nacht einfach irgendwas anziehen, was so locker. Locker ist. Am besten kein BH, kein Slip, kein nix. Wie viel für die Arme? Hoch. Drei? Ja, mehr nicht. Für den ganzen Arm? Das meiste oben, ja. Ist es eigentlich egal, frage ich jetzt, wo ich fast fertig bin, aber ob ich so wisch oder sollte ich nur in eine Richtung wischen? Ich mache einfach wie mit dem Peeling-Schwamm, also so kreisend. Okay. Wie du dich eincremst eigentlich. Kalle hat sich Bock auf mich. Möchtest du, dass Kalle noch beige ist oder möchtest du, dass Kalle... Möchte, dass Kalle so Latte Macchiato formen. Nicht, Kalle, nee, das machen wir nicht. Wir färben die Füße Pinky. Pink. Pinky? Pinky. Rüberreiben, damit es da in den Falties drin sitzt. Okay. Und mit dem Rest so ein bisschen über die Finger glitschen. Ja, das Schöne bei dem ist, man sieht den so gut auf der Haut. Ja. Das war bei meinem leider nicht der Fall. Aber der so halb durchsichtig? Ja, der war erst dunkel, also richtig, also so wie bei dir jetzt auf dem Schwamm. Und dann habe ich den auf die Haut gemacht und als ich den verrieben habe, war er halt so weg. Also dann hast du halt nicht mehr gesehen, wo der jetzt hin, also wo du halt schon was hingeschmiert hast und wo nicht. Und dadurch, dass ich das halt auch abends gemacht habe, als ich kein Licht mehr hatte, habe ich meinen Oberkörper ein bisschen versaut. Hast du den jetzt einfach so gekauft? Also ja. So just for fun, um mal Mousse auszuprobieren? Ja, genau. Okay. Weil wir sonst halt immer unser Spray haben. Aber das Spray darf ich den Leuten ja nicht zeigen. Erklär mal, warum ich das nicht zeigen darf. Weil das unser optimaler Geheimtipp ist. Und jetzt? Und ich habe Angst, dass wenn Gina ein Video darüber macht, weil das Beste der Welt ist, also wirklich das beste Spray auf dem Planeten, was Selbstbräunung angeht. Es steht da. Ja. Aber wir dürfen es nicht zeigen, weil sonst kauft ihr das alles auf oder so, alle Bestände. Und ich habe Angst, da kriege ich das nicht mehr. Aber Nancy, das nennt man ein bisschen egoistisch, oder? Ja, ich bin Einzelkind. Okay. Ich darf das. So, darf ich dich jetzt anpacken? Ja. Hast du auch das Gefühl, wenn du Selbstbräune aufträgst, dass es so richtig dick auf deiner Haut liegt? Ja, ich habe auch das Gefühl, ich weiß auch nicht, ob ich mir das einbilde, aber das kannst du mir vielleicht morgen dann einmal sagen, dass ich so wie schwitzig bin. Ja! Genau das meine ich gerade. Deswegen, es fühlt sich gerade an, als hätte ich irgendwie Sport gemacht. Ja, also so warm. So, ja, genau, so warm und also gar nicht unangenehm, aber so, ja, so schwitzig halt. Ich habe mich gerade gewundert, warum? Ich stehe ja nur rum. Ich habe mich jetzt fix angezogen und Nancy hatte noch einen Geheimtipp. Föhn! Auf kältester Stufe. Ganz wichtig, nicht warm, dann wird euch noch wärmer. Und dann zieht das halt... Ah, ups. Ups, ups, ups. Frisches Tuch. Nee, geht. Genau. Und das, würde ich sagen, lassen wir jetzt über Nacht einwirken. Oder muss ich heute Abend noch abwaschen? Nee, ne? Mhm. Also man sagt so, ich glaube, ab 4 Stunden kann man es abwaschen. Das ist aber von jedem unterschiedlich. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem ist. Wenn die jetzt so richtig hardcore bräunt sind, dann kannst du die auch nach 2 Stunden abwaschen. Aber ich würde bei dem jetzt, weiß nicht, würde ich schon über Nacht drauf lassen. Stay tuned für das Ergebnis. So schaut das Ganze jetzt direkt vom Fenster aus. Crazy. Schon dunkel. Wird es noch dunkler? Ja. Also optisch vom, bis du es abwäschst, ne? Ja, aber also vom Endergebnis? Mm-mm. Nee. Nicht? Dann kann ich auch das nächste Mal 3 Schichten machen. Noch mehr pumpen. Rise and shine. Okay, okay, komm, das ist gar nicht so schlimm. Hm. Ich bin gerade aufgewacht. Ich dachte, ich hätte sie dunkler. Ich habe schon mehr Farbe als vorher. Oh, crazy.
Ich bin auch gar nicht richtig warm. Ich hatte noch nicht meinen Kaffee. Ich so. Oha, ich glaube, ich habe es an den Beinen ein bisschen übertrieben. Aber steht mir. Man sieht direkt viel knackiger aus. Die Beine sind am krassesten, glaube ich, geworden. Und meine Arme sind halt auch richtig dunkel. Ich trinke jetzt erstmal einen Kaffee, dann gehe ich duschen und dann würde ich sagen, schauen wir uns das richtige Ergebnis an. Weil ich glaube, das wird ja noch weniger, wenn man es abwäscht. Oh mein Gott. Wieso habe ich das nicht eher gemacht? Schau doch auch mal meine Beine. Oh mein Gott. Ja, okay, ciao. Ich bin gerade eiskalt kurz davor, dieses Video Sankt Moritz zu schicken und ihnen zu sagen, euch ist bewusst, was das hier für eine Werbung ist. No joke, ich glaube, ich brauche auch einen Rabattcode. Wie hot! Und schaut euch auch mal meine Hände an. Nur hier habe ich ein bisschen den Handschuh anscheinend nicht richtig drüber gezogen. Aber ansonsten auch die Finger, Nagelhaut, nichts. Wow, ich sehe aus wie frisch aus dem Urlaub und ich liebe das. Aber ja, das war es mit dem heutigen Video. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Lasst mich gerne mal wissen, was ich als nächstes mit euch zusammen ausprobieren soll. Ich habe das Gefühl, dass ihr könnte so mein neues Ding werden. Sachen, die man irgendwie kennt, aber sich selber nicht traut auszuprobieren, weil man denkt, es wird eine Katastrophe. Let me know, because I can do that for you. Falls ihr aber nicht bis zum nächsten Video warten wollt, habe ich euch Instagram, Twitter und TikTok alles in der Infobox verlinkt. Checkt es sehr gerne aus und dann würde ich sagen, das wäre es für heute. Habt einen schönen Tag!